Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein ganz besonderer Gast. Meine liebe Mutter, die Barbara, hat sich zur Verfügung gestellt, weil ihr schon ein paar Mal angefragt habt, hey Vicky, könntest du uns nicht vielleicht ein schönes, einfaches Tages-Make-up zeigen für Damen über 40? Ja, die Mami ist ganz gespannt. Sie fragt mich eh immer wieder nach Make-up-Tipps, Tricks und es gibt ja ein paar Kleinigkeiten, auf die man schon aufpassen sollte, wenn die Haut nicht mehr die ist, die sie mal war in den 20ern. Ja. Also es gibt da schon ein paar Sachen. Ich meine, du kannst es am besten beschreiben. Was sind so Dinge, die dich irgendwie beim Schminken schon irritieren oder stören? Mir geht es hauptsächlich auch darum, welches Make-up und dass mir die Haut nicht austrocknet. Genau. Dass ich dann nicht nach 2 Stunden das Gefühl habe, es ist alles in den Hautfältchen drinnen und ich schaue 20 Jahre älter aus. Ja. Das geht gar nicht. Dieses Phänomen kenne ich sehr, sehr gut. Also viele Kundinnen von mir berichten dann halt, wenn sie Make-up tragen, dann wirkt das alles sehr, sehr trocken. Und genau auf das werden wir heute Rücksicht nehmen. Wir werden ein schönes, reichhaltiges Anti-Aging-Tages-Make-up schminken mit ein paar Produkten, die sehr, sehr schön pflegen und ein bisschen stärker und gehaltvoller sind. Natürlich gibt es dann auch ein paar Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Damen, die haben, auch wenn sie ein bisschen älter werden, eher öligere Haut und eher unreinere Haut. Im Normalfall ist das Anti-Aging-Make-up sehr reichhaltig und ein bisschen strahlender. Gut, wir starten auf jeden Fall mal mit der Vorbereitung von deiner Haut. Eine reichhaltige Gesichtscreme, eine gute, gute Feuchtigkeitscreme ist das Maß aller Dinge, ja. Damit wir die Haut gut versorgen und damit das schön gepflegt ist. Ich verwende von La Mer die Moisturizing Soft Cream. Das ist schon ein bisschen ein kleiner Luxus. Mhm. Jede Feuchtigkeitscreme geht dafür auch ganz gut. Die Augenpartie spare ich jetzt noch aus, weil wir werden dann eine eigene Augenpflege noch auftragen. Warum ist das mit dem Pinsel? Ach so, die Frage war jetzt gut, warum ich die Creme eigentlich mit dem Pinsel auftrage. Weil ich am Kunden arbeite, ja. Grundsätzlich könnt ihr einfach, wenn ihr euch selber schminkt, euer Gesicht ganz normal eincremen. So, das war also mal die erste Schicht an Pflege. Wir gehen jetzt noch mit dem MAC Prep and Prime mit Lavendel. Kurz mal drüber, Augen zu. Das ist auch nochmal ein feuchtigkeitsspendender Spray, der quasi als Primer dient. Einen richtigen Primer unter Make-up verwende ich bei meiner Mom heute nicht. Aus dem Grund, dass die meisten Primer eher die Haut wirklich so zumachen und zu dick sind und dadurch die Fältchen noch mehr betonen, als wenn man einfach nur eine gute Feuchtigkeit drunter verwendet. Man darf ja nicht vergessen, dass die Elastizität der Haut mit dem Alter abnimmt. Das ist nun mal so, ja. Kollagen. Da kann man nicht so viel dagegen machen, das ist ganz, ganz natürlich. Aber damit wir da hier diesen Schatten ein bisschen aufpolstern, verwende ich gern eine Koffeincreme. Die ist von Clinique Pep & Start und das ist eine gute feuchtigkeitsspendende Augencreme. Ganz wichtig, nicht zu viel davon verwenden, aber auch nicht zu wenig. Das heißt, wir lassen das jetzt richtig schön gut einziehen noch in die Haut. Gebt auf jeden Fall dem Make-up ein bisschen Zeit, auch wenn es ein Tages-Make-up ist und dann muss es in der Früh immer ganz schnell gehen. Ja? Man kann ja direkt nach dem Zähneputzen die ganze Pflege auftragen, dann anziehen gehen, sich herrichten für den Tag und dann erst schminken. Das heißt, diese paar Minuten, wo die Pflege oder die Vorbereitung einziehen kann, wirken schon mal Wunder. So, wenn die Pflege und Vorbereitung mal gut eingezogen ist, ist die Wahl der richtigen Foundation oder des richtigen Make-ups essentiell, ja? Weil ich glaube, da bist du extrem wichtig, ja. Genau, du hast ja schon einige Probleme gehabt, weil du viel für verschiedene Sachen probiert hast und irgendwie hat nichts gepasst. Zu trocken, zu fest. Ich habe für dich heute rausgesucht von Clinique das Even Better Glow. Das ist noch reichhaltiger als das klassische Even Better. Und es gibt halt einen richtig schönen Glow. Und alles, was schön feuchtigkeitsspendend, versorgt und reichhaltig ausschaut, ist halt so, gibt ein bisschen einen jugendlichen Kick. Ich empfehle sowieso bei Haut über 40 immer flüssige Foundations zu verwenden. Ihr seht, wie das da so rinnt. Je flüssiger die Foundation, desto mehr Feuchtigkeit ist drin. Und davon kann man mal ausgehen. Dann der nächste Trick ist, dass man wirklich nur ganz wenig davon auftragt. Und da würde ich dir auch empfehlen, dass du das vielleicht mit einem Pinsel machst, anstatt nur mit den Händen so zu schmieren oder mit einem Schwämmchen aufzutragen. Weil Schwämmchen macht meistens eine dickere Schicht. Also gerade mit dem Beauty Blender kann man das ja schön aufbauen. Ist aber gerade meistens bei deiner Haut dann schon ein bisschen zu viel. Ja? Also du brauchst nicht so viel abdecken. Es geht um eine schöne, ebenmäßige Haut, aber es soll noch immer wie Haut ausschauen. Und deswegen finde ich so schöne, dichte Kabuki-Pinsel immer ganz gut und sehr, sehr praktisch.
Man sieht auch, dass die Foundation ein bisschen so lichtreflektierende Partikel drinnen hat, was sehr, sehr schön sein kann. Ich höre immer wieder, dass es eigentlich nicht von Vorteil ist, irgendwie schimmernde Lidschatten oder schimmernde Pigmente oder schimmernde Foundations zu verwenden bei Haut über 40, was vollkommener Schwachsinn ist. Genau das bringt diesen jugendlichen Turn wieder zurück, weil ganz oft kämpft man einfach mit so fahler Haut und deswegen alles, was lichtreflektierend ist, ist halt echt, wenn man sich das anschaut, da glüht die Haut richtig, schaut ein bisschen jung aus. So, als nächstes Concealer und da gibt's auch was ganz Wichtiges zu beachten. Einerseits wollen wir ja den Schatten, der bei dir so ein bisschen ins Bläuliche geht, mal korrigieren. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, also Augenringe richtig wegschminken. Schaut euch das Video unbedingt an, wenn ihr da wirklich Probleme habt mit so dunklen Augenschatten. Aber was wir als erstes machen, ist das Blau aufzuheben mit einem Korrektor. Der ist von Clinique, das ist der Beyond Perfecting Super Concealer, in einem Orangeton, dass wir das mal ausgleichen. Mhm. Und dann gehen wir mit einem sehr, sehr feuchtigkeitsspendenden Concealer drüber. Gerade Augenpartie, wo man schon ein bisschen Fältchen hat, ja, in ganz, ganz dünnen Schichten und ganz, ganz wenig Produkt verwenden. Ich korrigiere jetzt einfach mal mit dem Orange. Und damit man nicht zu viel erwischt, ein großer Tipp ist auch nicht mit dem Finger zu arbeiten, sondern wirklich so einen kleinen, fluffigen Pinsel zu verwenden. Weil auch da, wenn man das jetzt mit, zum Beispiel mit einem Beautyblender machen würde, die Haut über 40, ich kann es nur 100-mal betonen, die Haut über 40 braucht weniger. Also da ist wirklich weniger ist mehr. So, jetzt sind wir schön orange unter dem Auge. Perfekt, das lassen wir so. Natürlich nicht. Ich verwende einen mega feuchtigkeitsspendenden Concealer, nämlich den Becca Aqua Hydra, ich habe keine Ahnung, es steht nicht mehr drauf. Da würde ich echt davon abraten, dass ihr zu etwas greift, wo matt drauf steht. Hände weg von allem, wo matt drauf steht. Mhm. Ganz wenig. Und konzentriere mich eher so neben der Nase und arbeite das da hier ein, weil hier der meiste Schatten ist. Ich muss das nicht so bis ganz übers unters Auge ziehen und dann habe ich hier noch mehr Schichten an Make-up, weil wir haben schon Foundation, wir haben dann den Korrektor. Wenn dann auch der Concealer und Puder drüber kommt, dann ist es einfach manchmal zu viel. Und ich arbeite das da gerne mal so ein bisschen mit dem Finger ein. Und dann kann man natürlich mit dem Rest, der noch am Pinsel ist, ich gehe nicht nochmal ins Produkt rein, ein paar Kleinigkeiten noch leicht abdecken, die man abdecken möchte. Wir machen kein crazy Contouring, wir heben nichts extrem hervor mit dem Concealer oder mit einem hellen Ton, sondern wir machen das einfach schön gleichmäßig und ebenmäßig. Das heißt aber nicht, dass ich ganz ohne Beauty Blender leben kann, weil der ist nämlich ganz gut, um wirklich Überschuss abzunehmen. Das heißt, ich gehe gerne mit dem Beauty Blender, bevor ich den Concealer und das Make-up fixiere, nochmal drüber. Der nimmt nochmal so ein bisschen was weg, also je weniger Produkt, desto besser ist es überhaupt. Puder ist so eine Sache, sollte man sehr, sehr sparsam verwenden, aber man kann eigentlich nicht ganz ohne, weil ohne Puder hält jedes cremige, flüssige Produkt nicht auf der Haut. Das heißt, Puder ist wirklich zum Fixieren da. Ich habe ein sehr, sehr cooles Puder auch von Becca, das ist das Hydra Mist Puder und das fühlt sich auf der Haut an wie Wasser. Geht eigentlich theoretisch gar nichts, dass ein Puder feuchtigkeitsspendend ist. Und das verwende ich ganz gerne bei etwas reiferen Damen. Ich gehe auch nur mit so einem ganz kleinen Pinsel rein und nicht mit einem riesengroßen Puderpinsel, weil ich ganz gezielt und nur leicht dort fixieren möchte, wo die Foundation und der Concealer wirklich halten müssen. Einmal hinaufschauen. Das Unterlid sollte sich ein bisschen spannen. Wir wischen und drücken den Concealer nochmal auf und dann gleich mit dem Puder drüber fixieren. Und zwar wirklich in einer ganz, ganz dünnen, leichten Schicht. Und sonst fixiere ich die Foundation wirklich da, wo ich es brauche oder wo ich mal schnell zu glänzen beginne. Das ist meistens eh so zwischen den Augenbrauen, der Stirn, ein bisschen an der Nase und am Kinn. Und ganz ein großer Tipp, auch die Nasolabialfalte leicht abzupudern, nachdem das Produkt drauf sitzt. Wenn ihr es nicht abpudert, rutscht euch die Foundation rein. Wenn ihr es zu viel abpudert, rutscht euch das Puder rein. Also dezent und diese fluffigen, dicht gepackten Pinsel sind da halt sehr, sehr gut geeignet. Als nächstes kümmern wir uns ein bisschen um deine Gesichtsform. Wir werden nur ganz leicht konturieren, ein bisschen Highlights hinzufügen und auch gleich ein bisschen Rouge hinzufügen. Und ich bin ein Fan auf deiner Haut besonders von cremigen Produkten. Alles, was flüssig und cremig ist, ist halt wieder mal ein bisschen reichhaltiger, schaut ein bisschen jugendlich aus. Und als Highlighter, weil ich fange gerne mit dem Highlighter an, verwende ich von L'Oreal The Glow Mon Amour Drops. Und die trage ich einfach auf den höchsten Punkt des Wangenknochens mit dem Finger auf, da aber auch bitte sparsam, sonst kann das leicht ein bisschen unnatürlich ausschauen.
Ich verzichte da auf großartige Highlights um den Lippenbogen, auf der Nase oder so, weil wir keine kleinen Fältchen betonen wollen. Alles, was so ein bisschen leuchtet und glowt, ist zwar wunderschön, aber das kann dann auch ganz schnell ins Gegenteil umfallen, ja, also dass das dann ein bisschen zu übertrieben wirkt. Aber so ein leichter Glow auf der Wange ist schon sehr, sehr schön. Bleib noch immer beim Cremeprodukt, bevor ich mit Puderprodukt reingehe, weil alles, was cremig ist, auf dem haftet dann Puder. Und als nächstes begebe ich mich so in den Wangenbereich für ein bisschen Rouge und ein bisschen Frische, und das kann ruhig was Rosiges sein. Ich verwende dafür eine Creme Rouge Palette von NARS. Es gibt die Creme Rouge aber auch in allen erdenklichen Formen und Farben von verschiedenen Firmen. Auf jeden Fall nehme ich da schon so ein schönes Pink und mische das so mit so ein bisschen einem Highlighter Pink und trage das dann unbedingt lächeln. Nur hier so auf die Wangen auf und verblende das einfach mit dem Finger. Ganz wichtig mit dem Rouge, nie zu weit nach unten kommen. Das Gesicht hat ja generell so die Tendenz nach unten zu fallen, danke Schwerkraft. Wir versuchen halt Rouge und alles andere schön nach oben zu bringen. Jetzt nicht eskalieren und da bis dann nach oben Rouge ziehen, Rouge gehört nur auf die Wangen. Aber tendenziell eher nach oben verblenden und aufpassen, dass man nicht zu weit runterkommt. Tipp, alles was noch auf dem Pinsel ist von dem Creme Rouge, ein bisschen über die Nase, dann kommt das so alles ein bisschen zusammen. Ja, schon sehr frisch. Fühlt sich gut an. Als nächstes ein bisschen Bronzer, Contouring, und da verwende ich gerne solche Räder. Das hier ist von Gosh zum Beispiel, das ist das Contour und Strobe Kit in der Farbe 001 Light. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen in den Bronzer und in den Konturton, beides zusammen. Auch wieder auf einem sehr, sehr fluffigen, gröberen Pinsel. Und jetzt versuchen wir, die Konturen von deinem Gesicht generell ein bisschen anzuheben. Das heißt, deine klassische Kontur wäre ja hier unter dem Wangenknochen. Hm? Ich zeichne sie auch hier am Anfang genau dort, wo sie sein soll. Aber aufpassen, dass man nicht zu weit reinkommt. Das heißt, auf die Backe gibt es keine Kontur mehr, weil das Gesicht generell ein bisschen an Volumen verliert. Und wenn wir zu viel konturieren oder da zu viele Schatten machen, dann wirkt man noch schmäler, noch eingefallener. Eher mit Rouge und Highlighter arbeiten und Kontur oder Bronzer nur ganz außen im Gesicht verwenden. Ganz oft kann man hier auch die Kinnkante ein bisschen schattieren. Wenn man sagt, okay, man möchte das ein bisschen exakter haben, dann schattiere ich genau da die Haut, wo sie halt schon ein bisschen runterkommt. Das klingt immer so gemein, ja, aber du weißt eh, was ich meine. Jetzt kann man schon die zwei Seiten ein bisschen vergleichen. Also hier mal ein bisschen Bronzer und Kontur. Und da sind wir noch relativ flach, aber schön leuchtend. Als nächstes die Augenbrauen. Die werden wir ein bisschen nachzeichnen. Ich verwende dafür einen Augenbrauenstift von NYX Professional Makeup. Das ist der Micro Brow Pencil in der Farbe Taupe. Da ist wichtig, auch kleine Härchen nachzuzeichnen und nicht großartige Striche. Ich finde, so wachsige Stifte halten einfach ein bisschen besser. Dadurch, dass wir ja beim Best Age Make-up reichhaltigere Produkte verwenden, sollte auch der Augenbrauenstift ein bisschen wachsiger sein, damit der lange oben bleibt. Womit ziehst du normalerweise dann deine Augenbrauen nach? Mit Puder? Unterschiedlich. Okay. Puder oder Stift. Oder Stift. Woran liegt das oder welchen Unterschied machst du? Was ich gerade zu Hause habe. Was gerade zu Hand hast? Okay. Ich kann euch eines sagen, wenn ihr generell ein bisschen zu öligerer Haut tendiert, dann würde ich euch eher empfehlen, Puder zu verwenden. Essentiell oder ganz wichtig zu wissen beim Augen-Make-up ist, wenn man schon leichte Augenfältchen hat, ist ein Primer das absolute Must-Have. Wenn man keinen Primer verwendet, dann rutscht der Lidschatten einfach in die Falte rein oder ist in 30 Minuten weg. Einfacher Tipp, ich verwende den Concealer, den ich eh schon verwendet habe, oder ich besorge meinen eigenen Lidschattenprimer. Aber ganz oft sind diese schönen, reichhaltigen, cremigen Concealer eine schöne Grundlage, auch wenn man ein leichte Fältchen am Auge hat. Das heißt, ich gehe mit dem Concealer einfach mal über das komplette bewegliche Augenlid bis hin zur Augenbraue. Und das ist meine Base, und noch dazu korrigiert das schon mal die Farbe vom Augenlid. Das heißt, wir haben eine schöne, ebenmäßige Farbe. Ich verwende bei dir heute nur einen einzigen Pinsel. Das ist ein flacher Lidschattenpinsel, der aber doch ein bisschen fluffig ist. Also er kann beides, blenden und Lidschatten flach auftragen. Als erstes verwende ich mal eine helle schimmernde Farbe, das ist diese hier. Kommt immer unter die Augenbraue. Das macht optisch so ein leichtes Lifting, wenn man das anschauen kann. Funktioniert ähnlich wie der Highlighter auf der Wange, ist der glänzende Lidschatten am Augenlid. Auch schön hier ganz innen auftragen. Mittel-hell-rosane Farbe. Könnt ihr euch auch merken, alle hellen Lidschatten machen das Augen-Make-up oder generell die Augen schön freundlich, wach und offen.
Jetzt wäre es wichtig, wenn man dann merkt, dass der Concealer vielleicht da schon reingerutscht ist, den nochmal ein bisschen aufzuwischen und sofort mit dem Lidschatten zu fixieren. Als dritte Farbe verwende ich ein bisschen einen dunkleren Ton. Ich verwende hier diesen Rosé-Ton. Und da gehe ich gerade mit dem Pinsel rein und verwende diesen flachen Pinsel gleich ein bisschen als Blenderpinsel. Und da müssen wir uns jetzt ganz genau anschauen, wo die Lidfalte verläuft. Meistens ist die Lidfalte schon ein Stückchen weiter unten. Das heißt, wir kreieren eine neue, indem wir ein bisschen höher schattieren. Mama, wenn du jetzt mal ganz gerade ausschaust, genau. Dann schauen wir jetzt, wo die Lidfalte wäre, nämlich hier. Wenn euch dazu ein detailliertes Video interessiert, Schlupflider, Schminken und alles in diese Richtung, dann schaut euch unbedingt mein Video an. Ich verlinke es euch hier in der Ecke und unten in der Infobox. Das ist das Schlupflider-Schminken-Video. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt angezeichnet, wo ich diese Farbe oder diesen leicht dunkleren Akzent hinhaben möchte. Und der kreiert dann so einen 3D-Effekt und da kriege ich wieder ein bisschen Tiefe ins Auge. Und das mache ich nur so im äußeren Drittel. Mal aufmachen. Ich weiß, rosa ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich finde, zu dir passt jetzt ganz gut momentan. Deswegen haben wir einfach so ein bisschen Rosatöne gewählt, ein bisschen was Frühlingshafteres. Und es macht sehr, sehr frisch. Und dann verwende ich den Ton, den ich jetzt hier außen verwendet habe, also dieses dunklere Rosé, und gehe ganz, ganz dicht an die untere Wimpernlinie. Und dazu nehme ich den Pinsel, knicke ihn so leicht um und damit wird die Kante ganz, ganz scharf. Und gehe daher und verbinde jetzt quasi Oberlid mit Unterlid. Wir ziehen das nicht bis ganz nach innen, weil dann würde das Auge wieder ein bisschen abfallen, sondern wir bleiben da wirklich nur ganz außen und geben so einen Hauch davon aufs untere Augenlid. Dann werden wir mal die Wimpern tuschen. Auf jeden Fall werde ich sie vorher noch mit einer Wimpernzange nach oben biegen. Ganz großes Ding, wenn die Wimpern schön nach oben gebogen sind, macht es das Auge auch nochmal richtig schön auf. Und als Wimperndusche verwende ich die Worth the Hype von NYX Professional Makeup. Die hat so ein riesengroßes, fluffiges Bürstchen und gibt halt schön Volumen. Und ein Riesentipp oder Trick, ich meine, natürlich ist es Geschmackssache, aber ich habe das Gefühl, wenn man beim Best Age Makeup nur die oberen Wimpern tuscht, öffnet es das Auge viel mehr, als wenn man obere und untere Wimpern tuscht. Süß! Du siehst gleich aus wie eine 14-Jährige. Oh, danke. Für die Lippen möchte ich einen ganz dezenten Gloss verwenden, aber ich empfehle immer einen Lip Liner zu verwenden, weil die Lippenkontur ja auch nicht mehr den Lippenstift gut festhalten kann. Also das wirst du selber ganz oft merken, oder wenn du Lippenstift tragst. Ohne Konturstift fast nicht möglich. Genau, also das setzt sich dann so ein bisschen in die Fältchen ab. Ich verwende hier einen dezenten nudefarbenen Konturenstift. Das ist auch von NYX Professional Makeup. Der Slide On, Glide On, Stay On, Definitely Turns a Waterproof Extreme. This lip liner is so good, the name had to be this long. Die Farbe ist Sugar Glass. Den kann man in die Handtasche schmeißen. Der muss nicht ewig oben bleiben. Aber ein Gloss, der das Lippenvolumen so ein bisschen zaubert und ein bisschen schön glänzt. Das macht einfach das ganze Make-up ein bisschen jugendlicher, ein bisschen frischer als einen matten, dunkelroten Lippenstift zum Beispiel. Der Gloss ist jetzt von Luscious Lips. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich süchtig bin nach dem Zeug. Das ist die Farbe Socialities. Prickelt er schon? Nein, aber er riecht nach Pfefferminz. Ja, es ist auch ganz viel Minze drinnen und Capsaicin. Also wundere dich nicht, wenn jetzt gleich ein bisschen so heiß-cord wird. Aber es ist ein Plumping-Lipgloss, ja. Generell ist Gloss halt immer ein ganz, ganz heißer Tipp, weil jeder pflegende Gloss sofort kleine Lippenfältchen verschwinden lässt und extrem jugendliches Aussehen macht. Zwei Sachen jetzt noch ganz zum Schluss, damit das Make-up auch wirklich den ganzen Tag über hält. Ich gehe nochmal mit ein bisschen Puder rein, weil ich jetzt sehe, okay, wo beginnt die Haut nach dem Schminken wirklich zu glänzen. Und dann die letzten Steps, bevor ich außer Haus gehe, gezielt ein bisschen Puder nachgeben. Und erst dann verlasse ich das Haus. Ich kann dann nochmal zum Beispiel mit dem Fixing Spray, was wir am Anfang auch verwendet haben, nochmal drüber gehen. Augen zu. Das fixiert das ganze Make-up, befeuchtet nochmal. Und so habt ihr ein super hübsches, frisches Tages-Make-up. Und wie findest du das? Super schön. Fühlt sich total gut an. Vielen Dank. Ein bisschen gepflegt, gell? Also es ist so. Du hast jetzt keinen pudrigen... Ich habe keine Spannung im Gesicht. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, als hätte ich Make-up oben oder so eine Maske. Super, perfekt. Es ist wirklich ein
total schönes Gefühl. Das freut mich, Mami. Danke für die Tipps wieder. Sehr, sehr gerne. Ich werde mich bemühen, sie nachzumachen. Hoffentlich. Ich hoffe, das Video hat euch auch so gut gefallen, wie der Mama die Tipps jetzt gefallen haben. Wenn ja, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, alles Liebe.